Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir gehen, weiß ich nicht, wir gehen mit der Bundesliga weiter und ich werde natürlich gewinnen. Ich weiß gerade gar nicht, also ich weiß, dass wir jetzt glaube ich noch 11 Spiele haben, aber ich weiß gar nicht, wie viele Siege ich jetzt habe. Ist auch egal, wir haben auch bei zumindest kein Überteam, auch wenn der Sturm wieder schnell ist, aber das ist ja meistens so. Ah, Torhüter nicht so gut. Oh, und er hat Cat, das ist ja, oh, der hat noch einen 76er Linksverteidiger, was ist denn da los? Ja, Cat ist eher selten beim Torhüter. Ach, und er stellt wieder um. Da fällt immer die komplette Anspannung ab, die ich drin habe. Ich hasse das, ohne Scheiß. Ich kann es komplett nachvollziehen, warum man das macht und alles und ist ja auch okay, in irgendeiner Art und Weise ist es ja auch okay, aber in irgendeiner anderen Art und Weise auch nicht, weil es mich halt einfach aufregt. Wahrscheinlich, weil ich es selber nicht mache. Wenn ich es halt selber machen würde, wenn ich selbst so ein Team habe, wo ich das dann umstelle, der stellt auf Garantie aufs 4-1-2-1 um, dann würde mich das wahrscheinlich weniger aufregen, weil dann stellt es halt beide um, aber oh, so nervt mich das einfach. Auch wenn es nicht wirklich lange dauert. So, Konzentration. Irgendwann wird jetzt auch die Müdigkeit sein Tribut fordern, das heißt, meine Konzentration wird jetzt immer schlechter werden. Oh, das hat er gut gemacht, genau als ich meine Grätsche ansetze, die sonst halt sehr geil gekommen wäre. Leider den Ball schlecht mitgenommen. Fällt mir ein, am Freitag haben wir glaube ich drei Abbrüche hinbekommen, also beim Gegner. Und jetzt haben wir noch keinen einzigen hinbekommen. Aber wir haben jetzt auch noch kein Spiel total krass, also kein Gegner total krass abgefertigt und vor allem nicht schnell abgefertigt. Tja, wenn der Pass dahin gekommen wäre, wo ich hin wollte, nämlich zu Kruse, der schön in den Raum startet, dann wäre es viel geiler gekommen. Leider spielt er zu Ribéry. Sehr geil. Vielleicht ist jetzt wirklich mal bei Kruse der Knoten geplatzt. Das ist schon das dritte Spiel in Folge, glaube ich, wo er einen Scorerpunkt macht. Auf jeden Fall im letzten Spiel 2. Jetzt macht er wieder ein Tor. Dann ist es ja wirklich so, dass er einfach der bessere Stürmer wäre, aber wie gesagt, das ist erstmal irrelevant. Er hat ja eigentlich auch krasse ZOM-Werte, also gute Passwerte etc. Warum soll er nur als Stürmer funktionieren? Das gibt keinen Sinn. Aber egal, jetzt haben wir erstmal ein Tor gemacht mit ihm und schauen weiter. Und seine, hat er schon mal eine Vorlage gemacht? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber seine Vorlage kommt auf Garantie auch noch, irgendwann seine erste. Gut in den Weg gestellt. Oh! Da hat er sich selbst angeschossen. Nice. Ah, schade. Wurde es zu eng, hätte ich vielleicht nochmal zurückspielen müssen. Auf jeden Fall ganz gerne mal einen Trick, wie es aussieht. Puh, das wäre es gewesen, wenn aus der Situation ein Turm steht. Schön mitgenommen von Ribéry. Schade. Ja, die Schuster schon kann ganz gut. Das war ultra schlecht vom Gegner. Gemacht mit Goretzka. Schade. Wieder Goretzka.
Wieder Goretzka. Oh, Mist. Kimmich, ich wollte gar nicht klären. Oh, ist gerade total intensiv, ich kann nicht reden. Nicht auf ihn. Oh. Den wollte ich auch nicht passen. Schön gemacht mit Tolisso. Bei ihm hat sich die Info auf jeden Fall gelohnt. Genial rausgespielt. Scheiße, Mann. Kruse, warum machst du nicht das zweite Tor? Ach so, okay, sorry, sorry. Ich wusste nicht, dass du keine einfachen Tore kannst und nur die schweren machst. Das wusste ich nicht, sorry. Aber egal, Doppelpack schon wieder von Kruse, geil. Und ich glaube wieder Vorlage Werner, ne? Steiger linker, sein erster guter Distanzschuss, würde ich sagen. Oder Distanztreffer. Aber es ist wirklich sehr intensives Spiel. Ich bin zwar meiner Meinung nach klar bessere Spieler, aber es ist sehr intensiv. Ich spiele gerade sehr konzentriert, das gefällt mir. Wahrscheinlich ist es das letzte Spiel, wo ich sehr konzentriert spiele. Danach werde ich komplett abbauen wahrscheinlich, weil dieses Spiel meine ganze Konzentration frisst. Aber egal. Wenigstens noch einmal geil gespielt. Müssen eigentlich auch langsam mal Gold 3 schaffen, oder? Also langsam müsste doch Gold 3 sein. Ah, schwach gedribbelt. Danke, das habe ich geahnt. Schade. Das ist, wie gesagt, sehr intensiv, sehr schwierig. So, mein Tee ist leider alle, oder? Ja. Beide Vorlagen, Werner, das dachte ich mir. Oh, er stellt was um oder braucht die Pause? Sir Alex Ferguson, Stan. Schade. Sehr, oh, ich wollte gerade sagen, sehr geiler Pass. Dann ist er leider nicht angekommen. Also bitte aus dem Winkel, das wäre es ja noch gewesen, wenn da ein Tor fällt.
Dahin wollte ich nicht passen. Wäre ich nur weiter über außen gegangen, aber ich dachte, es ist überraschender, wenn ich jetzt durch die Mitte gehe. Glück gehabt. Leider keine Ballkontrolle. Was ist denn da los? Gut gemacht mit Ginter. Diesmal hat er das Duell nicht verloren gegen Jesus. Wie beim letzten Mal, wo es leider dann ein Tor gab. Warum hat er denn da nicht abgezogen? Ich glaube, er war überrascht, dass er den Ball hat, oder? Im Strafraum. Hätte er aber mal im besten Fall abziehen können. Och, zu lange gebraucht zum Passen. Tunnels. Süle, geh doch einfach mal ran. Kruse, geil. Also ich verlieb mich gerade in Kruse, ohne Scheiß. Schlecht von mir gespielt, zu offensichtlich. Das war wieder gut. Oh, es war sogar sehr gut. War ein ziemlich riskanter Pass. Erste gut aussteigen lassen, beim zweiten dann leider hängen geblieben. Ist wieder abseits, ja. Ach nee. Ich merke schon, wie ich jetzt abbaue in der Konzentration. Das war so intensiv, die erste Hälfte. Ach nee, ich dachte, Bellarabi hat mit Ribéry die Seiten getauscht. Das ist Tolisso. So, ich da nicht aufgehört habe, ich weiß auch nicht. Glück. Was wäre das noch gewesen, wenn er jetzt hier noch einen Dreierpack schnürt? Das ist schon 83. sehe ich gerade. Nice. Sieg war ich auch nie in Gefahr, würde ich sagen. Verdienter Sieg. Schön gemacht mit Tolisso. Geiler Sprung! Ich hätte zwar gedacht von Radecki, dass er den einfach fängt, aber das sah auf jeden Fall spektakulär aus. Was für eine ultra lange Grätsche von Goretzka! Oh mein Gott! Also ich habe keine Ahnung, wie ich das nächste Spiel über generell die nächsten Spiele überstehen soll. Es ist gerade so krass, wie meine
Konzentration abbaut. Dieses intensive erste Halbzeit hat mich so gebumst. Zum Glück hat sie wenigstens zu zwei Toren geführt, weil sonst würde ich ja jetzt wahrscheinlich komplett abkacken. Wenn der Gegner jetzt zum Beispiel 1-0 führen würde oder so. Oh, ich glaube, ich mache jetzt erstmal, das habe ich ja lange nicht mehr gemacht, erstmal meine 10 Liegestütze, um mir meinen Kreislauf in Dingens zu bekommen und mache es nebenbei meine Terrassentür auf, um frische Luft reinzulassen. Und hoffe, dass das ein bisschen hilft. Werner, wahrscheinlich wegen seinen zwei Vorlagen, hat er einfach mal 10 Punkte. Kruse 2 Tore. Verdienter Sieg, so was sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt Gold 3 oder wie viel brauchen wir denn noch? Ja, wir brauchen noch einen Sieg für Gold 3, alles klar. Jetzt haben wir noch 10 Spiele, ne? Genau, nice. Sieht doch ganz gut aus. Aber wie gesagt, wir werden jetzt nicht mehr so viele gewinnen, glaube ich. Weil ich ziemlich platt bin. So, jetzt hat ja Kruse wie viele Scorerpunkte? 5 Tore. Noch keine Vorlage in 8 Spielen. Also er hat sich mindestens 2 Spiele verdient. So. Kimmich hat sich, er braucht gar nicht sich verdient, er bleibt so lange, bis es einen besseren Außenverteidiger gibt oder er noch eine Inform bekommt. Mach mal die kleinen Verträge hier alle. So. Es tut mir jetzt echt leid, Freunde, aber ihr kennt das. Ich muss jetzt erstmal. Ach, Mertens noch einen Vertrag geben. So, jetzt mal schnell die Terrassentür auf. Moment. Frische Luft und 10 Liegestütze, Freunde. Moment. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach nee, ich hab's, glaube ich, sonst immer 5 gemacht, oder? Damit es nicht zu anstrengend wird, weil das hat dann einen negativen Effekt. Ich meine, 10 ist jetzt auch nicht viel, aber es soll ja nur ein. Kreislaufsprung bringen und es reichen eigentlich 5 aus. Jetzt habe ich 6 gemacht. Oh mein Gott! So, jetzt noch eine kräftige Ohrfeige. Und Action. Come on! Komm schon. Jetzt erstmal einen Sieg einfahren, damit wir Gold 3 sicher haben. Und wenn wir danach einbrechen, ist es nicht ganz so schlimm. Dann rege ich mich trotzdem auf, wenn wir nur Gold 3 schaffen. Aber es ist besser als nichts. Okay. Mbappé wieder mal. Martial, wieder eigentlich ein ganz klassischer Sturm. Courtois am Tor, okay. Wieder nur ein 76er Außenverteidiger. Ist das von neuer Mode oder was? Dass der Linksverteidiger ein 76er ist. Aber okay, mein Linksverteidiger ist auch nicht so gut. Ah ja, Alaba als Linksverteidiger. Müssen wir uns auch langsam mal Gedanken machen, dass wir den vielleicht mal holen. Aber die Position ist halt nicht ganz so wichtig. Deswegen können wir da etwas warten, damit wir da auf 4-1-2-1 vorgehen. Ja, wir können halt ein bisschen warten, bis wir uns Alaba holen. Also ich denke, LM ist deutlich wichtiger, die Position. Und da bin ich mit der RM-Position in der Bundesliga nicht zufrieden. Na, ich wusste 4-1-2-1-2. Was sonst? Komm, gib mir einen leichten Gegner, ich brauche einen Sieg. Schön gemacht. Oh, ich wollte auch eigentlich die Ecke, aber wieder mal hat es natürlich nicht geklappt, wegzugehen vom Ball. Auch gute Parade.
könnte ein CPU-Kopfball gewesen sein, weil ich habe nur einen von den zwei Spielern gesteuert, die da an der Stelle hochgestiegen sind. Irgendwie die eine Linie hier überwinden. Hat leider nicht geklappt. Gut gemacht, habe ich besser. Was macht denn Koulibaly? Man rennt mir da am Weg rum die ganze Zeit. Zu langsam im Kopf. Anfang war gut, jetzt nicht mehr gut. So ein Scheißpass darf nicht ankommen. Oh, es war halt ein Foul an Insigne und deswegen ist dann sein Lauf kaputt. Oh, es wäre fast noch ein indirekter Pass geworden. Ah, das war gut gespielt.
Oh, das war ein Lackertor. Ohne Scheiß. Meine Fresse. Ja, ich spiele auf deiner Lackerflöte. Mach das ruhig. Schön getunnelt am Ende nochmal. Und es könnte sogar sein, dass auch schon so ein Pass getunnelt war. Keine Ahnung. Das wird jetzt schwer, aber egal. Probieren wir mal ein 4-1-2-1-2 aus, weil wir nach vorne nicht so viel gemacht haben. Ja, Gegner schießt halt einmal, ist ein Tor. Glückwunsch. Come on, das können wir noch drehen, es ist nur 1-0. Och nee, ich wollte nicht schießen. Ich glaube, die Formation funktioniert auch nicht besser. Ich will das Spiel nicht verlieren.
Ich wusste, dass er da hinpasst. Genau das wollte ich abdecken. Oh, Lacker. Fuck. Oh krass, wir haben. Das war's. Meiner Meinung nach nicht verdient, aber halt wieder so ein knappes Spiel, wo leider alles geht und dann halt auch logischerweise bei so einem knappen Spiel auch der Gegner knapp gewinnen kann. Ja, es ist rot, das ist mir schon klar, das ist schon mit Absicht gemacht, die Grätsche. Es ist halt egal, ob der jetzt den Elfmeter macht. Ach ne, ist ja gar kein Elfmeter. Ob der jetzt das Ding reinmacht oder nicht, ich bekomme eh keinen Angriff mehr. Ach, jetzt gibt es nochmal gelb, weil ich vorgerückt bin. Ich wollte auch gar nicht. Ach, gibt keinen. Ich wollte gar nicht vorrücken. Ach, es gibt gelb. Ach, ich wollte das gar nicht machen, Mann. Oh, jetzt lässt er die Zeit runterlaufen. Hat er so viel Angst oder was? Naja, was soll's. Schade. Ist auch kein Spiel, wo ich sage, es ist eine unnötige Niederlage, weil wir waren ja nicht klar besser oder so. Es hätte einfach ein Unentschieden sein müssen. Es wäre deutlich verdienter gewesen. Zumal erste Hälfte hat er ge. Ach, okay. Ja, ein Unentschieden ist mehr als verdient. Guckt euch das an. Er hat halt auch in der ersten Hälfte nur einmal geschossen. Jetzt hat er das zweites Mal geschossen. Und dieser Konter am Ende, wo ich eine rote bekomme, kam ja auch nur zustande, weil ich auf sehr offensiv gespielt habe. In der Hoffnung, noch irgendwas zu schaffen. Aber. Oder totaler Angriff halt, aber egal. Machst du schon wieder mit der Aufnahme? Ja, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.